Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD 2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Diesmal gehen wir als Waldwesen rein. Welcome to Nova. Ja, das heißt, ganz viel natürliche Verteidigung. Superheldenbonus, das heißt, es gibt mehr Zauber auf den Waves und wir spielen gegen ein komplettes Team aus China. Die sind alle vier aus China und alle vier in einer Gilde. Das heißt, die werden sich wieder gut absprechen. Wir werden mit der Blume starten, ganz klar. Das steht fest. Blumenstart. Die werden wir sogar noch ein bisschen weiter hinten platzieren. Ja, vielleicht nur eins weiter vor. So. Geht klar. Wir machen Upgrade. Wir machen zur Sicherheit noch einen Bass hier in die Ecke. Da müssen wir auch aufpassen. Theoretisch reicht eine Blume aus, aber ich baue lieber den Bass noch dazu. Die werde ich nachher wieder verkaufen. Weil die Blume AOE Damage macht und da will man keinen Split haben, genauso wenig wie beim Bananenbaum. Deswegen ist das nur vorübergehend. Crab Lord. Einer. Drüben sind drei. Das ist schon ein bisschen nervig mit den Crablords. Die sind überall. Jeder spielt die Crablords. Jeder. Ich meine, ich würde sie auch spielen, wenn ich sie hätte. Das würde ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber die sind halt überall zu sehen aktuell. Ja, es wird eng. Perfekt, es hat perfekt gereicht. Mini-Leben. 75 nur noch. Auf wen schicke ich? Auf den Jünger. Okay, wir bauen auf jeden Fall eine Wurzelqualle. Was können wir noch mit hinpacken? Gar kein Problem. Ich werde noch eine Schnecke schicken gegen den Jünger. In der Hoffnung, dass er es nicht schafft. Crab Lord. Crab Lord! Vierfach Crab Lord. Ist das nervig. Neue Einheit wird sofort bis zum Tod nimmt die jeder. So eine Scheiße. Die halten auch übelst viel aus, diese Crap-Teile. Du kannst den Level 1, also Welle 1 bauen und es hat 620 Leben, so eine Krabbe. Viel zu stark. So, wir packen jetzt den Archer hin. Noch mehr Blümchen, noch mehr Bienen? Ja, eigentlich ist das keine schlechte Idee. Schnecke mit rein.
Ja, bei den Waldwesen muss man mal drauf aufpassen. Man hat viel natürliche Verteidigung. Ja, Blume, Ochse, Bass. Hat hingegen nur einmal Arkanverteidigung, das ist die Wurzelqualle. Und deswegen muss man den auch ganz weit vorne hinstellen, den Bananenbaum. Nicht vergessen, der ist Fernkämpfer. Ja. Auch wenn die Reichweite Mini ist, ist er trotzdem Fernkämpfer. Katze mit dazu gebaut. Ach, ich werde nur King upgraden und Autos senden. Bis zum Schluss. Dann schicke ich ganz viele Hexenra hin. Das werde ich machen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Zweite Blume. Okay, auch interessanter Bild. Ganz in die Ecke. Ja, so ist das. Können auch einen zweiten mitnehmen. So, hier ist es auch wichtig, dass wir vor der 10 die Daphne aufgebaut haben, weil diesen so Tank, unser Bosskiller. Ja, Tank, Bosskiller, wie auch immer. Echse mit rein. Stichwaves sind sehr gut. Wurzelqualle. Was haben wir denn bekommen? Bösewicht. Bösewicht. Sehr gut. Eigentlich auf der Blume. Würde ich behaupten. Aber ich glaube, auf der ist es noch besser. Auf der ist es, glaube ich, noch besser. Weil die ja sowieso so ein Bosskiller ist. Das ist Fähigkeitsschaden, was die Blume macht. Diese ganzen Crab Lords. Das ist doch nicht normal. So, wir bauen noch einen Archer hin. Weiter King Upgrades. Ah, das ist nice. Und Bösewicht auf den Jünger. Starcrawler Power. Block auch reinpacken. Das sollte ich locker schaffen. Ruhig noch ein. Sind wir richtig gut dabei. Ja, brauchst du gar nichts probieren. So. Drei Crab Lords und Starcrawler. Hier genauso. Das macht jeder. Das gibt's doch gar nicht. Jeder macht diese Kacke. Die haben bestimmt alle Double Login genommen. Alle. Alle vier, damit die Crab Lord Starcrawler haben. Hundertprozentig. Wir werden sehen im Endgame. Ich sag's euch, das wird so sein.
Okay, Sekt. Geht weiter. Hundertprozentig. So, jetzt können wir unseren Ochsen platzieren. Die verkaufen wir mal. Weil wir jetzt den Split nicht mehr nutzen. Guck mal, vielleicht kommt noch Unhold raus. Ja, zwei Unholde. Das ist schon brutal, wie jeder die Kacke spielt. Ich glaube, das muss bald genervt werden. So, jetzt kommt unser Boss. Den sollten wir aber damit gut zusammenhalten. Gerade natürliche Verteidigung kommt ja nicht so gut durch. Die blocken das gut ab. King ist schon maximal. Extra rein. Nee. Ich schicke jetzt keine Stecke rein. Kriegen die Mana für jeden Kill? Nee. Sind nicht wie die Fürsten des Todes. Ey, hier wird alles geblockt. Er hat 215 plus. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen hier übelst auf Worker gehen, damit wir den nachher mit den Hexen down kriegen. Das ist abnormal. Wir sind gierig. Wir sind sehr gierig. Machen das so. Scheiße, ist da drauf. Ich will meine Knete. Der Strafe danach ist immer kacke. Aber da hat man genug Gold danach. Die Wave war sowieso kacke, weil ich zu wenig magischen Schaden habe. Außer meine Blumen. Und die macht halt mit dem Drachen weg. So, jetzt haben wir vier Kleter. Hier den Bananenbaum platzieren, weil der muss ein bisschen weiter nach vorne. Wir können auch zwei nehmen. Das geht auch klar. Das könnte ganz gut funktionieren. Gold für mich. Stimmt, der hat jetzt viele Harpien gebaut. Dann wird's nichts.
Hab ihn zu fett. Jetzt werden wir ein paar Rocker aufbauen. Ochsen mit hin. Und zwar so. Und dann kriege ich noch einmal Gold und dann ist vorbei. ...31,7 Worker. ...17 ist fett. Wir müssen auf 17 fett schicken. Tag ist schon mal weg. Den kriege ich vielleicht auch noch, ja. Zack, zack. Mehr Worker. ...45. Schicken Unhold rein für den Stichschaden. Weil der magische Schaden kommt sowieso. Deswegen Unholde. Machen Upgrades. Zack, zack, zack. Noch mehr Bienen. So. Der 500 reingeballert und ich habe ihm 600 reingeballert. Ist wirklich eine gute Wave, um gegen die Crablords anzukommen, den wir Hexen reinknallen. Komm schon, komm schon. Ja! Ein Riesenbaum. So, das wird wieder keine so starke Wave für mich. Und den mal upgraden, so, so. Ich nehme noch eine Blume mit. Nehme noch eine Blume mit. Mach einen Archer. Wir haben ja gar nicht so viel zur Auswahl. Ja, der Dinos war klar. Boah, die Blumen sind schon tot. Also viele. Vielleicht ist irgendwo noch eine versteckt. Den kriege ich noch, sehr gut. Eine ist noch da. Sehr gut. Upgrade, was habe ich hier? Titan.
Ja, nehmen wir mit. Wir wollen auf 17 Hexen schicken, Leute. Die scheiß Crab Lords. Ganz wichtig. Doppelhexe. So, Upgrade. Ja, können noch einen bauen, das macht auch kaum Sinn. Ja, doch, wieso nicht? Wo kommt mit rein? Maulwurf? Ja. So, jetzt sind sie schon dran an den Crab Lords. Trotzdem auch neue beschworen. Ja, Hexen sind noch ein bisschen zu schwach. Die Hexen sind einfach noch zu schwach. Kacke. So eine Kacke. Dann holen wir jetzt mal ordentlich Worker und dann ist Schluss. Mega viel. Diese Crab Lords. So, das waren 700. Jetzt blocke ich aber locker, ich brauche jetzt keine Worker mehr. Jetzt nur noch auf Einheiten. Ah, ein Eiersack. Nicht schlecht. So, wir schicken nochmal rein und dann ist Feierabend. Aufwertung, Aufwertung. Hier kann auf jeden Fall noch eine hin. Da haben wir hier noch einen Bass hin. Einfach nochmal alles raushauen. Nein,
Das müssen wir sammeln. Und so das nicht. Aber 1120 Echo sind. Kriegen die einfach nicht weg. Selbst die Hexen waren zu schwach. Nee, wir machen hier noch einen hin. Den können wir noch aufwerten. Können wir noch kurze Quallen drumherum machen. So. Wir müssen ja gucken, dass wir das irgendwie reißen. 800 plus ist nicht viel. Mega Crab Lords. Das Problem ist, dass diese Krabben verstärkte Verteidigung haben und du damit einem Centaur nicht viel reißen kannst. Aber das Centaur vielleicht schon. Da killt die halt nicht mit einmal, ne? Das ist das Problem. Kraken oder so. Wahrscheinlich. Ah, ist halt schon hart, ne? Mega Harpinie drüben. Alles nur mit diesen Crab Lords voll. Das könnte uns helfen gegen den. Ja, an sich halt. Ogre, Hexer, Centaur. Stichler vielleicht, ne? Ich glaube, wir schaffen das nicht, wenn wir jetzt senden. Aber wir müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt senden. Einfach Kraken rein. Weg geht damit. Ja, weil die schicken nämlich auch jetzt. Das sind einfach zu viele Spawns. Und die haben jetzt ganz schön runtergeknüppelt hier. Die Kraken, das ist gut. Und die halten echt viel aus in der ganzen Menge. Bin gleich down. Das ist halt so, die haben so eine übelste Verzögerungsstrategie, weil immer wieder neue Spawns kommen. Da habe ich down gekribbelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier durchkommt, ist gering. Das wird sicherlich durchkommen. Hier sind massig Hexen da. Die auch mal wieder neue Klöten holen. Aber es ist für uns vorbei. Einfach eine übelste Verzögerungsstrategie. Der gewinnt auf Dauer, aber es dauert zu lange. Das ist kacke. Tja, so ist das eben. Crab Lords überall.
Nee, nee, nee. Das war's mit meiner Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.